Peppi, Peppi, ich bin der Peppi, ich bin der Peppi, der Peppi, der Peppi, Peppi, Peppi. Servus. Ja, Kollege, was ist denn jetzt da? Ja, der Herr, soll ich mir mal aus den Rippen schneiden? Ja, ich weiß nicht, was ist denn du angeschlägt da? Was machst du? Moser, was ist denn los? Ja, servus, was ist denn jetzt da? Ich habe jetzt schon 3 Personen angerufen, ja, die sagen alle, sie können nicht oder sind in Pause. Also, das sagen wir mal, kann ich auch noch nicht. Die sollen alle im Bugel runterrutschen da. Herr Moser. Ja, bitte. Also, ich bräuchte bitte mal eine Streife, die zum BD fährt und einen Kollegen mitnimmt, ja? Ruf sie gleich an und dann können wir zusammenfahren. 5 Minuten, okay? Ja, gut. Herr Moser. Warten Sie mal, was ist da los? Zu einer Unterstützung. Grüß Sie, Anna. Ich schreie nicht mehr. Ja, schon wieder den Idiot von Geld damit. Entspannen Sie sich ein bisschen, okay? Relax. Hast du nicht verstanden? Relax. Relax, habe ich gesagt. Wenn ich wollte, dass Sie zurückschicken, sind Sie ruhig. So, warum sind Sie hier? Habt gehört, sei ruhig. Ich spreche mit Robert. Wer ist Robert von Ihnen? Ihr Chef. Ihr Chef ist Robert. Ach, Herr Watson. Ach, da warten, na sicher. Warum wollen Sie mit dem Watson sprechen? Nee, der kommt gleich, der weiß schon Bescheid. Ah, der weiß schon Bescheid. Ja. Na gut, ja. Dann nehmen Sie im Moment Platz, ja? Natürlich. Perfekt, dann gehen wir. Ich bleib hier stehen. Hallo, Peppi, ja. Ja, servus, und zwar folgendermaßen: Da sind irgendwelche Leute, die wollen mit Ihnen sprechen. Ja, ich bin gerade in der Besprechung, ja, die sollen sich gedulden. Ja, gut, wie lang circa? Super, dankeschön. Gut, servus. Tschüss. Gut, meine Herren, Sie sollen sich ein bisschen gedulden, ja, der ist gerade in einem Gespräch da, ja? Das wissen wir ja, doch. Ja, den haben wir schon mit. Ja, ist ja in Ordnung, ich wollte nur nett sein, sagen Sie mal, was ist denn das so wieder da? Ich muss wieder den Mütze umdrehen, weil du mich aggressiv machst. Meine Güte, schauen Sie mal, hören Sie mal zu, da versucht man einmal nett zu sein zu den Menschen, ja? Und dann kommt sowas, das ist eine Schmarotzerei da. Soll ich Ihnen mal was sagen, nach dem rassistischen Spruch gestern? Alter, da ist können Sie mir gestohlen bleiben, wirklich. Also, da ist ein richtig kräftiger Windzug da von der linken Seite. Was, Meister Proper, was willst du denn? Was blaust du dir jetzt auf, ihr Michelin-Männchen da? Wie ist denn die Dienstnummer nochmal? 69. 69. Genau. Ja, den passt zu dir. Gut, ich weiß, das steht mir. Das Leben ist ein Geben und Nehmen, gell? Sieh was. So, schusssichere Weste, let's go. Nix. So, ein bisschen müssen Sie noch gedulden, gell? Meister Proper. Gut, Meister Proper kannst du deinen ersten Sohn nennen, hast du mich verstanden? Ich werde immer aktiv. Was soll denn die Mütze? Bist du ein Helikopter oder was drehst du dir die ganze Zeit? Schrei doch nicht so rum jetzt hier. Gut, man sieht sich, gell? Sieh was. Grüß Gott, was kann ich für Sie tun? Grüß Sie, Anna, Herr Harris, alles gut? Ja, gerade vom Scheiß rausgekommen. Achso, wann sieht das gerade, oder was? Ja, das war ich. Alter, ich leg wieder auf, servus! Was wird denn das da? Komischen. Was willst du denn? Sind wir im Kasperltheater, oder was? Ich will das Auto anschauen. Welches Auto? Hinter ihm. Ja, und weiter? Weiter, was willst du jetzt auszwickter? Was willst du jetzt? Wer bist denn du, Avara? Dein Vater bin ich, das bin ich. Komm, auf, geh weg. Geht schon, blockiert die Straßen nicht und fahren weiter, bevor ich mich vergieße. Sofort. Weiterfahren, hallo. Sie können nicht einfach da stehen bleiben im Halteverbot. Na, ist mir wurscht, was Sie sich anschauen, dann parken Sie ordentlich. Servus! Moser, Pepe hier mit Apparat. Wer? Pepe. Ja, servus, Pepe, was ist? Ja, Streife, ich bin fertig. Ich sehe den Streife. Der steht wieder vor mir hier. Ja, gut. Okay, ich bin jetzt vor der Dienststelle, Kollege. 62 für 80, komm. Wo bist du? Vor der Dienststelle, wo wir rauskommen. Alter, jetzt kommt schon wieder die Gang, die Gummi. Ja, gut, auf Wiedersehen. Warten Sie, ich warte hier. So, jetzt ist die Gummibärenbande wieder da, oder was? Ja, was los, Meister? So, gut, meine Herren, dann der Herr, dann fahren wir, oder? Ja, gut, auf Wiedersehen. Gut, Herr Kollege, fahren wir jetzt, oder was? Ja, mach mal. Willst du fahren, oder soll ich? Ja, ich fahre natürlich. Natürlich. Wie ist denn dein Vorname? Sie wissen nicht, wer ich bin? Nee. Also, ich weiß, dass Sie Mose sind, der aus, Einfach ruhig sein und zuhören, ja? Also, ich heiße Pepe, und wie heißen Sie? Ja, wir werden es gleich erfahren, ja? Einfach die Goschen halten. Okay, ich weiß nicht. Achso, okay, gut. Peppi, okay. Peppi! Peppi! Ich bin der Peppi!
bin der Peppi. Der Peppi. Na, haben sie nicht. Hören sie doch nicht zu. Ich bin der Peppi und ich bin happy. Peppi, Peppi, Peppi. Ich bin der Peppi und ich bin happy. Peppi, Peppi, Peppi. Okay, Peppi. So, mein Lieber. Die Musik. Du kannst die Musik ausmachen. Was kann ich machen? Die Musik ein bisschen leiser. Bitte Musik leiser, sag mal. Hast du keine Erziehung genossen oder was, sag mal? Aber schönes Lied auf jeden Fall. Ist das dein Lied oder wie? Nein, das ist das Lied von meinem Großonkel, der Trautl. Das ist ja von mir. Was glaubst du von wem sonst? Weiß ich nicht. Aber. Ich glaube, ich spinne da mit dir. Aber dann passen unsere Namen ja wunderbar zusammen, würde ich sagen, oder nicht? Wie heißt du? Pepe. Pepe. Was, bist du Portugies oder was? Ja, genau. Geh her auf! A Portugies! Ja. Na, work. Also ich nicht, aber meine Eltern halt, ne? Wie deine Eltern? Ja, meine Mutter ist Portugiesin und mein Vater ist Serbe. Was? Das hast du. Was hast du gesagt? Warte kurz, der Funk. Machen wir den Funk aus jetzt. Herr Kollege. Wie gesagt, meine Mom ist Portugiesin und mein Vater, der ist Serbe. Pepe. Ja, bitte. Wie alt bist du? Ich? Ja. Ich bin 21, warum? Pepe. Wieso lach? Was ist los? Hab ich jetzt. Hör doch auf zu weinen, alles gut. Vor 23 Jahren, Pepe. Was denn? 23 Jahre ist das schon her. Was denn? Da war ich auf einer Insel. Okay. Matera heißt ich. Okay. Ich war im Urlaub. Ich wollte einfach Urlaub machen, Pepe. Weißt du, was ich meine? Ja, darfst du doch auch, oder nicht? Darfst du ja, Urlaub machen? Pepe. Aber warum bist du jetzt traurig auf einmal? Was ist los? Erzähl's mir. Ich war auf Matera und hab Matera. Und was? Du warst auf Matera und? Ja, warte mal. Du brauchst doch nicht weinen, was ist denn los? Du steckst mich schon an, Mann. Hör auf jetzt zu weinen, sonst muss ich auch noch weinen. Pepe. Hör auf. Bitte. Okay. Auf Matera hab ich auch Eure kennengelernt. Ja. Ich war auch mal auf Matera. 250 Euro hat mir das gekostet. Wie viel? 250? Ja. Das ist viel Geld. Pepe! Ja? Das kommt um. Was? Ich verstehe dich nicht, du bist wow. Hör mal ganz genau zu, Pepe, ja? Okay. Hör mal jetzt ganz genau zu! Ich höre dir zu, ja. Das Kondom! Was kommt? Ist grüßen. Was für grüßen? Und ich war mir bis heute nicht sicher, ob ich potent oder impotent bin, aber Pepe. Ja. Pepe! Ja! Mein Sohn! Ich bin's! Wie du bist es? Also mein Vater ist früher abgehauen, wo ich 2 war, das ist richtig, aber... Pepe, na? Du warst es, glaube ich, nicht. Mein Sohn. Wie? So lang ist es her. So lang ist es schon her. Und endlich... hab ich dich gefunden. Sag, wo hast du mich gefunden? Sag. Achso, jetzt? Aber... Wie ist es abgelaufen? Erzähl mir. Pepe, es ist... Ich sag's ja, wie es abgelaufen ist. Ja, erzähl mir. Es war ein sehr sonniger Abend. Okay. Ich war im Hotel. Ja. Okay. Und ich hab auch Weinflaschen gehabt. Die Weinflaschen habe ich gesoffen, bis zum Schluss. Die ganze Flaschen alleine. Und dann habe ich mir noch eine Dosen-Otterkringer aufgeschmissen. Hab die auch weggesoffen. Und dann war ich im Internet, ja. Und da stand irgendwo Matera Escort. Pepe, dann hab ich sie einfach bestellt. Das war eine Portugiesin, Pepe. Die hat ausgeschaut wie du. Also das hört sich ein bisschen komisch an. Also ich sehe meiner Mutter schon ein bisschen ähnlich, aber nicht so ähnlich jetzt, dass du sagen kannst, dass ich genauso aussehe wie sie. Also... Pepe! Ja? Du bist... Hör auf zu weinen, sonst muss ich auch du bist...
Kauf. Du bist ein Hurensohn. Peppi! Peppi! Ich bin der Peppi! Ich bin der Peppi! Der Peppi! Der Peppi! 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 Ich bin der Peppi und nicht der Fetti! Peppi! 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 Ich bin der Peppi und ich bin happy! Peppi! Peppi!